Hallo, mein Name ist Markus Off, ich bin Schauspieler, ich stehe auf der Bühne, vor der Kamera, aber meistens vor dem Mikro im Synchronstudio, also auch Synchronsprecher. Ich bin schuldig. Schuldig des Verrats, schuldig der Pflichtverletzung und was Sie sonst noch wollen. Aber vor allem, ich bin schuldig, ein Narr gewesen zu sein. Wie bist du zum Synchron gekommen? Beim Drehen hat mich ein Kollege angesprochen auf Synchron. Ich hatte gar keine Ahnung, was das ist. Habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht, dass ja ganz viele Filme hier synchronisiert werden. Und den habe ich dann begleitet in einem Synchronstudio. Und dort wurde ich einem Aufnahmeleiter vorgestellt namens Felix Siebenrock in München. Der gefürchtetste Aufnahmeleiter überhaupt in München. Und der lud mich dann ein paar Tage später zwei Takes zu sprechen. Ja, das war ziemlich komisch, denn früher stand man ja noch mit mehreren Kollegen vor dem Mikro. Wir gingen da also zu dritt rein. Es war eine Szene, ein Barkeeper und zwei Gäste. Wir bestellten da irgendwas. Da kam die Eins, die Zwei, die Drei, die Vier. Die beiden redeten los. Ich redete meinen Text auch. Die da hinten sagten, danke, nächster Take. Das war da ganz genauso. Und danke und auf Wiedersehen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was da passiert. War einfach nervös und dachte mir, das war's jetzt? Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, Synchron, das wird nicht meins. Aber es kam anders, ja. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Meine erste größere Rolle? Ja, erinnere ich mich bei dem legendären Dr. Rabanus, einem Regisseur aus München. Der Film, der hieß Der Satan, ein russischer Arthouse-Film. Es war ein junger Mann, fröhlich, lustig, charmant, liebenswert und das größte Schwein, was man sich vorstellen kann, der die Menschen in unmögliche Situationen gebracht hat, ihnen das Leben versaut hat, Kinder getötet hat und was man sich vorstellen kann, aber alles mit einem Lächeln auf den Lippen. Und niemand wusste, dass er hinter all diesen Dingen steckt. Das war meine erste große Rolle. Und da erinnere ich mich auch noch daran, dass wir da etwas länger an einer schwierigen Szene gearbeitet haben. Und ich bin dann nach Hause gefahren, war zu Hause und dachte mir, jetzt weiß ich, wie man diese Szene synchronisieren könnte. Bin wieder zurückgefahren ins Studio, habe an der Regietür geklopft. Hallo, Herr Dr. Rabanus. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie man diese Szene synchronisieren könnte. Und dann guckte er mich von oben bis unten und sagte, was bilden Sie sich eigentlich ein? Was glauben Sie, bei was ich hier bin? Was ich hier mache? Sie sind der Regisseur. Eben. Glauben Sie, wenn die Szene nicht gut gewesen wäre, hätte ich sie genommen, dann würden Sie jetzt noch da drin im Studio stehen. Und jetzt gehen Sie raus und auf Wiedersehen. Das war so die erste Erfahrung mit der großen Rolle. Die zweite weiß ich auch noch, das war Howard's End. Samuel West hieß der Schauspieler, das war mein erstes Casting, das ich bekommen habe bei der Bavaria. Das waren die ersten beiden großen Rollen und dann hat sich das langsam so in Bewegung gesetzt. Ja. Erinnerst du dich an eine Rolle, die besonders emotional für dich war? Oh, ich hatte das Glück oder das Pech, vielleicht auch, weil ich immer viel Theater gespielt habe, oft sehr, sehr emotionale Rollen zu sprechen oder zu spielen. Es ist ja nicht so weit voneinander entfernt. Also ich bin immer, ich leide mit, ich gehe mit den Figuren mit, also ich arbeite viel mit Emotionalität und mit Untertexten und so weiter. Das mache ich eigentlich fast immer. Also es ist, gehört schon dazu. Ohne das geht's nicht. Sonst wäre das ja nur einfach wäre es ja, was weiß ich, eine Dokumentation. Ist das Synchronsprechen für dich reine Interpretation oder beinhaltet es mehr? Natürlich interpretiert man, beziehungsweise es ist ja nicht so, dass man eine Rolle jetzt wie vor der Kamera oder in Theaterproben entwickelt. Das hat ja bereits ein Kollege zu Ende entwickelt. Man sieht ja ein fertiges Produkt und der Prozess ist ja, wie hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Im Grunde genommen verfolgt man das erstmal zurück, versucht dann das mit sich zu verknüpfen, die Untertexte zu finden, um dann das wieder zurückzugeben, was dort oben gespielt worden ist. Das ist ja auch, wenn man es mal ein bisschen grob ausdrückt, eine Kastration dieses Kollegen dort. Man nimmt ihm seinen Ausdrucksmittel Sprache weg. Und ich versuche dann eben, soweit das möglich ist, eben in meiner Sprache und in meiner Art und Weise, ihm das, was er dort entwickelt hat, wieder zurückzugeben. Und versuche immer so nah wie möglich ans Original zu gelangen.
Was war deine schwierigste Synchronrolle bisher? Oh je, das kann ich gar nicht sagen. Es gibt so viele schwierige Rollen. Ich mache das jetzt 30 Jahre. Ich glaube, da sind bestimmt, mehr als 1000 Rollen zusammengekommen, plus die ganzen Serien und so weiter. Ach, ich weiß gar nicht. Oft sind das ganz kleine Sachen. Das ist oft scheitert oder kämpft man mit ganz kleinen Begebenheiten, wo wieder ein anderer Kollege sagen würde, ich weiß gar nicht, was für ein Problem der hat. Das ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Nee. Du bist die Stimme von Michael Sheen. Was reizt dich an diesem Schauspieler? Das ist ein guter Schauspieler. Ich mag die Engländer sehr gern. Also zumindest, die englische Wurzeln haben. Michael Sheen, Steve Coogan und so weiter. Das sind, ich finde, auch sehr intelligente Schauspieler. Es macht immer Spaß, diese Leute zu synchronisieren. Und man ist immer wieder überrascht, wie sie eine Szene auflösen, was sie für einen Weg gehen. Oft ganz andere Wege, als man jetzt selbst das vielleicht interpretiert hätte und so weiter. Doch, das sind sehr dankbare Rollen. Und man muss auch sagen, umso besser der Schauspieler dort oben ist und obwohl die Herausforderung umso größer ist, ich will mal fast sagen, wenn man die Spur gefunden hat, umso leichter und umso großartiger ist es auch, synchronisieren zu dürfen. Du leihst Simon Baker in The Mentalist und The Guardian Retter mit Herz deine Stimme. Was macht sein Spiel aus? Ich würde mal sagen, Simon Baker spielt sehr stark damit, dass er immer ein Geheimnis hat. Man fragt sich immer, was ist mit dem? Was hat der? Der hat immer einen doppelten Boden, hat immer ein Geheimnis, das er mit sich herumträgt und das macht es spannend. Er verrät nie ganz, um was es eigentlich geht oder warum er irgendwas macht oder warum er irgendwas wie spielt. Und ich denke, das ist das Reizvolle. Und das kombiniert er eben noch mit diesem Charming Guy, mit diesem Handsome Guy. Und das ist schon, den mag ich sehr gern. Synchronisiere ich sehr, sehr gern. Da du ein etablierter Theater- und Fernsehschauspieler bist, worin liegen die Vorzüge für dich, auch Synchronsprecher zu sein? Ich finde, die beiden Bereiche befruchten sich sehr. Im Synchron lernt man auf jeden Fall ins Wasser zu springen. Du musst in kürzester Zeit irgendwas entwickeln oder mit Mut in irgendeine Szene hineinspringen. Das hilft einem bei den Proben zum Beispiel. Vom Theater wiederum kann man die viele und die lange Zeit, die man dort braucht, um Untertexte zu erarbeiten und sie dann umzusetzen, die kann man wiederum wunderbar mit ins Synchron nehmen. Also für mich war es zumindest immer so, dass ich diese beiden Bereiche sehr befruchtet haben. Du hattest eine umfangreiche Serienrolle in der Lindenstraße. Was bedeutet dir die Serie persönlich? Das war eine sehr eigenartige Geschichte. Ich habe die damals angeboten bekommen, eine ganz andere Rolle. Und dann haben die damals schon gesagt bei dem Casting, wir können uns aber was ganz anderes vorstellen mit ihnen. Ich habe dann dieses Casting gemacht, diesen etwas durchgeknallten bösen, unangenehmen Typen. Das fand ich sehr reizvoll. Dann damals Geisendörfer-Serie. Das war natürlich Geisendörfer ein Riesenname. Was sich jetzt dahinter verborgen hat, das wussten wir alle nicht. Wir waren dann alle ein bisschen deprimiert, als wir die ersten Bücher bekamen und waren auch ein bisschen schockiert, in der Schnelligkeit zu drehen und der Art und Weise. Das gab es ja bis dahin gar nicht. Es war ja ein bisschen so ein Coronation Street Vorlage, die da benutzt worden ist. Ich bin ja dann auch ausgestiegen nach 2 Jahren, weil ich dann eigentlich mit sowas nicht in Rente gehen wollte. Ich wollte ein bisschen andere Dinge machen in meinem Leben als nur Lindenstraße. Bin dann 7 Jahre später wieder eingestiegen. Die Figur wurde ja dann von jemand anderem weitergeleitet. Und mittlerweile ist es so, einen Bösewicht in diesem klassischen Sinne, in der Art, im Fernsehen über 25 Jahre oder was das sind, zu spielen, hat natürlich auch was Reizvolles. Das ist ja schon fast eine kleine Ikone. Also von daher finde ich das immer ganz toll, dass der alle 20, 30 Folgen mal auftaucht und unmögliche Dinge macht. Und es macht Riesenspaß, unmögliche Dinge vor der Kamera machen zu dürfen. Du sprichst auch oft in Hörspielen. Wie bereitest du dich auf die Einsprache vor? Worin genau liegen die Unterschiede zum Synchron? Naja, Hörspiel muss man natürlich eine Figur entwickeln. Das ist ganz klar. Ich habe ja nur den Text. Ich muss quasi also mir einfach vorstellen, auch wie dieses Hörspiel, wenn man sich das jetzt filmisch oder theatralisch vorstellt, so muss ich mir das beim Erarbeiten auch vorstellen. Ich muss die ganzen Untertexte entwickeln und. Dass man quasi wirklich ein optisches, plastisches Szenario im Kopf hat.
Im Synchron ist ja bereits ein Produkt da. Da muss ich quasi gucken, wie hat er das gemacht, wie vorhin schon mal gesagt. Wie komme ich an das ran, was dir dort oben bereits vorgelegt hat? Das sind eigentlich für mich die groben oder großen Unterschiede der beiden Arbeiten. Worin besteht für dich der größte Unterschied zwischen vor der Kamera und hinter dem Mikro? Naja, vor der Kamera spielt der Körper einfach eine entscheidende Rolle und auch das, der ganze Gestus. Und das hat natürlich hinter dem Mikrofon keine so eine Bedeutung. Das ist ja bereits im Film vorhanden. Trotzdem ist man natürlich körperlich aktiv hinter dem Mikrofon, aber kann das natürlich auch nur bedingt sein. Man muss also da das, was dort oben passiert und was normalerweise ja, wenn man das vor der Kamera auch machen würde, mit dem Körper passiert, in die Stimme mit hineinlegen. Und beim Drehen musst du natürlich das Körperliche genauso bedienen und genauso zeigen und spielen. Klar. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir beim Drehen die Texte im Kopf haben müssen. Und dort habe ich ja immer nur die Lines. Ich lerne nicht den ganzen Text auswendig beim Synchron, sondern immer nur von Line zu Line zu Line zu Line. Und dort musst du natürlich den ganzen Bogen einer Szene haben. Das ist natürlich schon eine andere Herausforderung, ist klar. Aber es ist beides gleich reizvoll. Ich mache beides sehr, sehr gern. Und was natürlich noch hinzukommt beim Synchronisieren, wenn du das Glück hast, gute Kollegen zu synchronisieren oder schöne Szenen synchronisieren zu dürfen. Du hast einfach mit einem wahnsinnigen Material zu tun. Du hast einfach mit klasse Leuten zu tun, mit klasse Leuten von der ganzen Welt. Ja? Das hat man jetzt beim Drehen oder ich zumindest nicht unbedingt. Bevor sich das Xen durchsetzte, mit welchen Kollegen standest du besonders gerne hinter dem Mikrofon? Ja, früher war das ja so, dass man noch mit Kollegen hinterm Mikrofon stehen durfte, was ich sehr genossen habe. Einmal, weil man natürlich ungeheuer viel von seinen Kollegen lernen kann, gerade wenn man beginnt. Was mir also heute die Leute, die anfangen, eigentlich ein bisschen leid tut, dass sie diese Möglichkeit nicht haben. Dann hat man einfach einen Partner, das ist ganz klar, nicht nur den Partner oben von der Leinwand, sondern man hat eben auch einen Partner neben sich, auf den man reagieren kann, mit dem man spielen kann. Ach, da gibt's so viele. Mir fällt jetzt ein, weil wir vorhin über die Anfänge sprachen, Erik Schumann. Von dem habe ich sehr viel lernen dürfen, der hat mir sehr viel gezeigt. Ja, und dann ich mit meinem Namensgedächtnis, meine Güte, ich freue mich, wenn man meinen eigenen Namen merken kann. Ach, da waren einige, fallen mir jetzt aber die Namen nicht ein, muss ich ehrlich sagen. Aber das war für mich sehr reizvoll, ich mochte das. Und vor allen Dingen, es ist ja auch witzig, es passieren ja dort genauso wie beim Drehen Klappensituationen, dass man sich verspricht, dass man über was drüber stolpert oder irgendwelche Fehler macht. Es hat ja auch einen großen Spaß oder man stellt sich vor, zum Beispiel fällt mir eine Szene ein mit Petra Einhoff. Wir haben einen Film, so einen Beduinenfilm synchronisiert. Wir waren ein Liebespaar. Er rettet sie irgendwo von den Bösen und sie schwingt sich bei ihm hinten aufs Pferd und sie reiten davon und wir sitzen beide so im Zelt, verstehst du, und reiten dort entlang nebeneinander und machen diese Reitbewegung und sprechen dabei, los, sie festhalten, was alles passiert und bababa und so weiter. Und dann kam von der Regie, ihr müsst mehr reiten, ich höre das Reiten nicht. Und wir noch mehr geritten und noch mehr geritten. Und irgendwann gucken wir uns an und kriegen natürlich einen Lachanfall. Du stehst dort und machst die unmöglichsten Sachen oder Verrenkungen mit dem Körper, um irgendwie in das Gefühl hineinzukommen, was dort oben passiert. Und darüber kann man lachen, darüber hat man Spaß, man hat einfach einen Kollegen an seiner Seite. Ich habe das sehr genossen, muss ich wirklich sagen. Ich mochte das sehr gern. Wie stehst du zum Thema Xen? Es kann von Vorteil sein, keine Frage. Es ist technisch auf jeden Fall leichter für die Mischung und auch für den Synchron. Klar, ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen oldschool, konservativ. Ich genieße es sehr. Manchmal passiert es heute ja noch, dass man mit mehreren oder zu zweit zumindest vor dem Mikrofon steht. Hat aber auch manchmal einen Vorteil des X, muss man schon zugeben. Es gibt einfach sehr, sehr extreme Solo-Rollen von Leuten, die wirklich in ihrem Kanal dort entlang ziehen. Da kann das Xen von Vorteil sein, weil man wirklich an diesem Band bleibt und das immer weiter und weiter treiben kann. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen oldschool. Ich bevorzuge, mit Kollegen vor dem Mikrofon zu stehen. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass ich noch
weiter bis ins hohe Alter schöne Rollen sprechen darf und dass der Stimmapparat weiter funktioniert. Ich wünsche der Synchronbranche gute Kollegen, die nachrücken, denen man die Chance gibt, dass man nicht immer nur dieselben Leute hört, was ich ein bisschen schade finde. Ich wünsche der Synchronbranche, dass meine Kollegen und auch ich endlich mal angemessen bezahlt werden. Das wünsche ich alles der Synchronbranche und ich wünsche der Synchronbranche, dass sie nicht noch schneller wird, als sie jetzt schon ist. Denn das Xen, über was wir gerade vorhin gesprochen haben, hat natürlich auch einen technischen Hintergrund. Es geht einfach schneller. Die Technik ist so schnell geworden, dass sie den Menschen einfach überfordert. Wir haben keine Chance mehr. Früher musste man warten, bis die Bandmaschine dorthin geradelt ist. Da hatte man eine Pause. Heute geht es tak, 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 wie am Fließband. Welcher Film hat dich emotional besonders berührt? Und zwar der ewige Gärtner, Ralph Fiennes. Das war eine wirklich herzzerreißende Liebesgeschichte mit Rachel Welch. Und er hat das gespielt, genau. Und da muss ich wirklich sagen, da waren Szenen drin, die waren so, wo ich auch echt sagte, Leute, ich muss mir das nochmal angucken. Und dann muss ich erst nochmal runterkommen und dann kann ich das wieder spielen, weil sonst wird es eine lamoyante Kacke. Muss man vorsichtig sein. Da waren Szenen drin. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo der einfach nur an einer Glasscheibe außen entlang geht und weint und in diesen Raum dort hineinblickt. Uff, das ging so über 1,5 Minuten. Und die haben auch gesagt, sollen wir das irgendwie stückeln oder so? Und ich sagte, nee, das geht nur in einem durch. Und auch wie er diese Frau sucht und wie er diese Frau unterstützt in ihrem Kampf. Uff, das war ein Film, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Fällt mir jetzt gerade noch ein, genau. Wie wurdest du zur Stimme von Johnny Depp als Jack Sparrow in Fluch der Karibik 1 bis 3? Ich habe einen Anruf bekommen von einer Aufnahmeleiterin in München, ob ich mir vorstellen kann, einen Piratenfilm zu synchronisieren. Ja, klar, warum sollte ich mir das nicht vorstellen können? Und dann bekam ich einen Anruf von einer Supervisorin von Walt Disney, die mir dann die näheren Umstände kurz am Telefon erzählt hat. Ich bin dann mit der Dame von München nach Berlin ins Studio geflogen und dann im Flugzeug hat sie mir dann eben erklärt, um was es da geht. Und dass der Film bereits synchronisiert wurde, aber Walt Disney nicht das Ergebnis hat, was sie sich unter der komischen Rolle Jack Sparrow vorstellen oder wie sie sich das wünschen. Und ich habe dann gefragt, dann zeigt mir doch den Film. Und sie sagt, nee, den können wir da nicht zeigen. Wir sind morgen im Studio. Und dann sage ich, ja, Blödsinn, muss ja irgendwie wissen, um was es geht. Was ist das Problem? Und da sagt sie, okay, wir schicken dir ins Hotelzimmer eine Kassette. Damals hatte man noch Kassetten. Die Kassette kam dann abends um 23:30 oder sowas. Ich habe die dann ein Video reingedrückt, einen Rekorder und dann habe ich die erste Szene gesehen von diesem Film bis dorthin, wo Jack Sparrow mit seiner Nussschale ankommt und auf diesem Pier landet. Und dann grieselte es und alles war vorbei. Ich dachte, das Ding ist kaputt und etc. Später hat sich rausgestellt, die haben mir nur genau bis dorthin, also ich wusste wieder nichts. Naja, und dann bin ich ins Studio, dann haben wir angefangen zu synchronisieren und nach einer Dreiviertelstunde oder so habe ich gesagt, Leute, das müssen wir mal kurz unterbrechen. Jetzt, glaube ich, begreife ich langsam die Dimension dieser Figur, also diese Komik, die der hat und was er dort spielt. Ich würde sagen, wir beginnen von vorn. Dann haben die gesagt, okay. Dann haben wir wieder von vorne begonnen und plötzlich merkte ich, die Kötterin neben mir fängt an zu schmunzeln. Ich sah dort hinten die Leute in dem Regieraum, dass sie auch lachen mussten und wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Tja, so kam das. Kurz zuvor hatte schon David Nathan die Rolle des Jack Sparrow synchronisiert. Weißt du, warum Disney dann dich engagierte? Nun, er war ja die Stimme von Johnny Depp bis dorthin und deswegen war es natürlich auch normal, dass sie das aufgenommen haben. Mir wurde nur gesagt, dass eben Walt Disney mit dem Endergebnis des Ganzen nicht so zufrieden war und sich dann eben David und Walt Disney getrennt haben und er gesagt hat, er ist zufrieden mit seiner Arbeit oder er weiß nicht, was wir da anders haben wollen. Ja, und er wohl auch nicht das nochmal synchronisieren wollte. So ist es mir zumindest erzählt worden. Und ja, es ist ein Produkt, das gehört jemand, in dem Fall Walt Disney. Also ist auch ihr Recht zu entscheiden, wer es synchronisiert. Und so kam das zustande.
Kannst du den Konflikt, den du mit Disney hattest, kurz für unsere Zuschauer zusammenfassen? Naja, der Konflikt kam natürlich später. Der kam erst zum Beginn des zweiten Teils. Der erste Teil war ja außerordentlich erfolgreich. Die Zusammenarbeit mit Walt Disney, die im ersten Teil sehr angenehm war, war im zweiten Teil genau das Gegenteil. Ich habe damals dann bei Walt Disney angeklopft. Es gibt in Deutschland einen Paragraphen 32a, der auch in Anführungsstrichen der Fairness-Paragraph genannt wird, der grob zum Inhalt hat, dass sollte ein Filmprodukt überdurchschnittlich erfolgreich sein, die Kreativen im Nachhinein nochmal angemessen vergütet werden müssen. Und daraufhin habe ich eben Walt Disney angerufen oder Buena Vista in Deutschland und die haben gesagt, was ich von ihnen will, interessiert sie überhaupt nicht, wenn ich was von ihnen will, dann soll ich bitte mit dem Anwalt kommen. Und haben mir jetzt quasi die Tür vor der Nase zugehauen. Ich habe es dann nochmal probiert und habe gesagt, wir können darüber reden. Also ich meine, es ist einfach, ich verlange jetzt nichts Unmögliches oder etwas, was irgendwie aus der Luft gegriffen ist. Aber das Gespräch ging ähnlich unangenehm zu Ende. Ich habe dann einen Anwalt bemüht. Der Anwalt hat sie dann angeschrieben. Und daraus wurde eine 11-jährige Klage. Letztendlich hast du recht und für deine Arbeit an Fluch der Karibik eine Nachvergütung bekommen. Warum war es dir wichtig, nicht nachzugeben? Naja, es ging einfach darum, oder es geht im Grunde genommen, kann man auch in diesem Jahr beginnen. Johannes Raspe, ein Kollege von mir, hat ja einen ähnlichen Fall momentan in München am Verhandeln und dort hat der Richter vom Landgericht München in seiner Urteilsbegründung unter anderem erwähnt, dass die Synchronschauspieler bezüglich ihrer Leistung und des Produktes, mit dem sie arbeiten, unangemessen bezahlt sind. Das ist im letzten Endes der Bodensatz der ganzen Auseinandersetzung, dass wir nicht nur nicht angemessen bezahlt werden, meiner Meinung nach, sondern dass wir auch kaum eine soziale Absicherung haben. Wenn ich morgen krank werde, dann werde ich, wenn ich zu lange krank bin, unbesetzt. Ganz einfach, ist meine Stimme nicht auf dem Damm, werde ich auch unbesetzt, wenn man nicht warten kann und. Wir haben ja nicht wie jemand anderer eine Sozialabsicherung. Und da hängen ganz viele solche Sachen dran. Und deswegen ist ja auch so ein Fairness-Paragraph, wenn man mal an einer erfolgreichen Film beteiligt ist und auch kreativ beteiligt ist, richtig, dass dann Kollegen einfach nochmal eine Vergütung bekommen. Und ich meine, wir reden da ja über Verhältnisse, was weiß ich. Ich glaube, 80 Millionen hat der Fluch der Karibik, der erste Teil, eingespielt. Und meine Gage war damals, glaube ich, 1460 Euro. Also das nur mal, um hier mal in eine Relation zu kommen. Und es ist ja auch nicht so, dass meine Kollegen oder ich jetzt hier Millionen verlangen, sondern einfach ein Nachschlag, der meiner Ansicht nach auch gerechtfertigt ist. Der ganze Prozess hat über 10 Jahre gedauert. Würdest du diesen Weg heute nochmal gehen? Ich denke, dass ich ihn nochmal machen würde. Ich würde es vielleicht etwas klüger anstellen. Ich habe sowas ja noch nie gemacht und bin da natürlich auch da einfach auch in viele Traufen gelaufen. Muss man leider sagen. Ich hatte wohl einen sehr guten Rechtsbeistand, aber vieles weiß man eben nicht und vieles passiert dann ja auch unter der Gürtellinie. Das ist ja dann auch andere Firmen, die dann Abstand von mir genommen haben oder auch Synchronfirmen, die mich jetzt nur noch bedingt besetzt haben und so weiter. Das ist ja ein ganzer Zug, der sich da dran schließt. Und bei jeder Gerichtsverhandlung hast du dann die Hoffnung, dass es jetzt zu Ende ist und zu einem guten Ergebnis kommt. Und es ging ja dann bis zum Bundesverwaltungsgericht, also bis zum obersten Gerichtshof in Deutschland, die mir ja dann in den zentralen Punkten Recht gegeben haben, dass eben hier der Fairness-Paragraph tatsächlich angewandt werden muss. Und dann ging das ja wieder zurück an die Gerichte darunter. Da ging es dann eben darum, dann ging das Hickhack los. Was ist denn angemessen? Und das ist ja dann auch eine Frage. Und das ist schon sehr zermürbend gewesen. Aber ich würde sagen, ich denke, ich würde es nochmal machen. Doch, ich würde es nochmal machen. Für dein jahrelanges Engagement hast du 2017 den Deutschen Schauspielerpreis bekommen. Ist die Branche heute eine andere? Ich würde sagen, dass sie sich teilweise, was die Gagen anbelangt, verändert hat, zumindest in der Bundesliga. Also
ganz bestimmt. Ich würde sagen, dass sich doch auch einige Kollegen auch dadurch, denke ich, mehr zutrauen und mehr Arsch in der Hose haben, zu manchen Dingen einfach Nein zu sagen, weil sie an meinem Beispiel ja auch was anderes sehen können. Ich bin immer noch in der Branche. Ich lebe immer noch vom Synchron in erster Linie. Klar drehe ich auch und spiele Theater, aber ich würde mal sagen, 70% ist einfach Synchron. Also es ist auch nicht so, dass man dann komplett in der Versenkung verschwindet. Also muss man schon sagen. Und man muss sagen, im Drehbereich, also im Filmbereich, hat sich durch dieses Urteil oder durch meinen langen Gang durch die Instanzen sehr wohl was geändert. Dort sitzen mittlerweile die Verleiher, die Produzenten und die Schauspielervertreter an einem Tisch und sind sich darüber im Klaren. Es gibt ein Problem. Wir haben hier ein Urheberrechtsproblem. Wie lösen wir das? Wie gehen wir mit diesem Problem um? Und darüber wird also ganz klar diskutiert und auch nach Lösungen gesucht. Im Synchron ist es leider noch nicht so, das ist ein bisschen verschlafener leider, aber ich bin guter Hoffnung und wir haben auch einen guten Verein, den IVS, der da mittlerweile ziemlich pusht und sehr viel macht, muss man sagen. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Naja, also im Theater gibt es natürlich oft total wunderbare Geschichten. Da fällt mir natürlich viel ein. Ein Kollege tritt auf, steht an der Rampe, holt tief Luft, schaut dich an und sagt, ich komme nochmal. Geht wieder ab. Denkt, was war das denn jetzt? Publikum brüllt vor Lachen. Er kommt wieder, kommt rein, kriegt einen Lachanfall, geht wieder raus. Man steht da natürlich nebendran, kriegt auch irgendeinen Lachanfall. Er hat seinen Text vergessen. Solche Sachen. Oder was auch eine wunderbare, für mich wunderbare Theatergeschichte war. Wir hatten am Schluss standen alle an der Rampe mit traurigem Gesicht über den Ausgang der ganzen Geschichte und dann kommt eben ein Diener auf die Bühne mit einem Tablett voller Flöten mit Sekt und wir alle nehmen ein Glas Sekt und das klingelte immer, weil er immer so zitterte. Und der ist fast wahnsinnig geworden. Und irgendwann sagt er zu mir, sag mal, Markus, was kann ich denn noch machen? Hast du eine Idee? Immer dieses Gewackel. Sag ich, probier doch mal so einen Schaumstoff reinzulegen. Weißt du, so einen Schaumstoff, wo man auch so Sachen wegwischt. Einfach so einen dünnen Schaumstoff und schiebt die Dinger da drauf und dann ist es vielleicht vorbei. Er kam um die Ecke, es klingelte nichts, mit Freudenstrahl, mit Tempo kam der dort an, viel zu schnell, flog voll auf die Fresse mit seinem ganzen Tablett vor uns, klack. Wir standen dort alle mit so einem Gesicht, der erste fing an zu lachen, der zweite fing an zu lachen, drehte sich um und am Schluss standen wir alle mit dem Rücken zum Publikum und haben nur noch gebrüllt vor Lachen. Das waren so Theateranekdoten, die mir jetzt einfallen. Ach, da gibt's so viele. Im Synchron auch, das ist ja auch so, man ist ja manchmal dann so in der Emotionalität und in dem Spielen und dem Arbeiten und wenn man dann zu zweit vor dem Mikrofon steht, ist manchmal die irgendeine Kleinigkeit, die vielleicht gar nicht so wichtig ist, schießt einen so weg, dass man solche Lachkrämpfe kriegt, dass man einfach nicht mehr in der Lage ist, einen normalen Satz zu sagen. Also mir ist es schon so gegangen, dass eine Kollegin und ich, wir beide Lachwurzen, ich bin auch eine Lachwurz, so lachen mussten vor dem Mikrofon, dass dann der Regisseur sagt, jetzt reicht's mir, jetzt geht einer raus von euch und zwar ganz raus aus dem Studio, sonst wären wir hier nie fertig. Ja? Das ist einfach, ja, gehört dazu, ist ja auch schön. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Ins Studio gehen, zugucken, anhören. Versuchen, alte oder ältere Kollegen oder langjährige Kollegen, die im Job sind, bitten, ob sie mit rein ins Studio dürfen, zugucken. Zugucken, zugucken, zugucken. Im Studio. Das ist ganz bestimmt ein Tipp. Und sich auch nicht von Aufnahmeleitern und was da alles an Getriebe ist, abwimmeln lassen. Versuchen, immer wieder, einfach versuchen. Die sind auch überfordert, überlastet und oft ist es halt so, dass sie dann keine Zeit haben. Aber ich habe es auch lange, bei mir dauert es auch ein Jahr, bis das losging und so weiter. Man muss sich da Zeit geben. Man muss sich da einfach Zeit geben und einfach nicht aufgeben. Ich habe noch einen Tipp für junge Kollegen. Dieses Business ist wahnsinnig schnell geworden und oft ist es auch ein bisschen ruppig und so weiter. Nicht den Spaß verlieren. Lust haben, diese Sachen zu machen. Und auch wenn man das Gefühl hat, das kann ich besser sagen, hey, ich will das nochmal machen. Einfach Spaß haben. Spaß an der Arbeit. Und sich den Spaß von der Technik und von dem schnellen Zeittakt nicht kaputt machen lassen.